Hi. Ich habe mir gedacht, heute machen wir mal so eine Art Jubiläumsvideo. Denn ungefähr heute vor einem Jahr habe ich angefangen. Kann man nie so genau sagen. Die Unterschiede sind, Quatsch, Unterschiede. Weil die ist ja fließend mit so einem YouTube-Channel. Ich hatte das ja schon mal angedeutet. Mal gucken. Also legen wir heute einfach mal los. Wir sind hier in Mühlheim-Saan. Das ist freitags, nachmittags, Zeit der Dämmerung. Hier ist das Türkis. Da drüben Audi. Und tatsächlich habe ich eins meiner ersten, sagen wir mal, ernsthaften Videos hier gedreht in Mühlheim-Saan. Denn am Anfang habe ich ja nur mit dem Handy draußen, wenn ich mit dem Hund unterwegs war, gefilmt. Und da wusste ich auch noch gar nicht so richtig, was ich wollte eigentlich. Und das hat sich alles so nach und nach ergeben. Prächtiger alter Bau, ne? Ich selbst jetzt, da ergibt sich ja immer alles noch. Das ist irgendwie im Flow. Mittlerweile merke ich ja auch durch manchen Kommentar, dass nicht jeder mit dem Genre Working, mein Gott, Working, Walking Video was anfangen kann. Aber so ist das halt. Wahrscheinlich können sich solche Leute auch gar nicht vorstellen, dass es Typen gibt, die leben davon. Ne? Die machen nichts anderes. Das ist jetzt nicht mein erklärtes Ziel. Also da bin ich weit weg von. Da werde ich auch nicht hinkommen. Wollen. Aber mir macht es halt Spaß, das so zu zeigen, wie es ist. Und vor allen Dingen die ganze Entschleunigung dabei. Man könnte ja auch hingehen mit dem Schnittprogramm und könnte hier einen Fitzel filmen, da einen Fitzel filmen und das dann alles zusammenschneiden, mit Musik unterlegen und mit hochschlauen Kommentaren, wo ich 3 Tage drüber brüte. Aber das will ich gar nicht machen. Das machen ja andere. Und das ist ja okay. Und ich finde sowieso, man sollte eher positive Energie investieren und sich einen Kanal suchen und den supporten. Das mache ich auch. Ich supporte auch den einen oder anderen Kanal mit positiver Energie. Das ist doch viel besser als negative Energie. Ja, und dann habe ich irgendwann, heute irgendwie lässt mich meine Stimme im Stich. Sorry. Ja, und irgendwann habe ich eben mal gedacht, ach, mit dem Handy, das ist immer alles so verwackelt und so. Und habe mir eine GoPro geholt und habe mit der mal angefangen, Natur zu filmen. Aber das kam auch überhaupt nicht an. Da hat sich also keiner für interessiert. Und ich bin aber immer mehr so selber als Zuschauer in diese Walking-Videos reingesogen worden. Und dann dachte ich, das probiere ich auch mal aus. Dann hat mir die Kamera geschnappt und mir gar nicht weiter groß den Kopf gemacht. Bin einfach mal losmarschiert. Da ist manchmal auch besser, als immer so verkopft an so Sachen ranzugehen. Ja. Und das war so ungefähr vor einem Jahr. Und da ich jetzt 50 Abonnenten habe, Wahnsinn! Vielen Dank! Das ist für so einen kleinen Kanal, wie ich einen habe, ist halt unheimlich viel, finde ich. Da freue ich mich auch.
dachte ich, mache ich mal so eine Art Jubiläumsvideo auf kleiner Basis. Eine Selbstwaschanlage. Und zeige euch einfach mal heute ein bisschen hier von Mülheim-Saan, ein sehr schöner Stadtteil. Jederzeit einen Besuch wert. Gucken, er lässt mich das hier, was wir sehen, dieses Gebäude. Also einmal haben wir natürlich hier den Aldi, Aldi Süd. Und das da hinten ist, soweit ich weiß, die Hauptzentrale von Aldi Süd. Jetzt habe ich das mal nachgelesen online, weil es mich interessiert hat. Ich habe dann festgestellt, die haben eigentlich Regionalzentralen. Da bin ich jetzt ein bisschen verwirrt, weil ich gar nicht weiß. Das hieß immer, das ist hier die Hauptzentrale. Die ist hier so im letzten Jahr, letzten zwei Jahren, wie auch immer, ist die überhaupt gebaut worden. Da ist noch ein Parkhaus dabei hier vorne. Jetzt gucken wir, ob ich da reingezoomt kriege. Da hinten dieses Ding, da ist ein Parkhaus. Ja, da sind hier die Gebäude. Als ich letzte Mal nach Stellenanzeigen geguckt habe, suchten die wahnsinnig viel natürlich IT, ne? Klar. War jetzt bestimmt kein schlechter Arbeitgeber. Hier drüben ist ein Lidl. Das ist hier quasi alles auf der grünen Wiese entstanden. In relativ kurzer Zeit. Haben wir noch einen Biomarkt. Der ist auch als später dazu gekommen. Da haben die ein Stück vom Parkplatz abgeknapst. Da vorne ist noch ein Trinkgut. Nochmal die Aldi Südzentrale oder Regionalzentrale, was weiß denn ich. Und selbst hier hinter, da führt so eine kleine Rampe hoch, da sind auch noch mal Geschäfte. Also hier ist richtig was los. Ne? Da haben wir einen Fressnapf, eine Spielhalle, ein dänisches Bettenlager, ein Taco und noch ein Deichmann. Also hier ist einiges los, geschäftemäßig. Einmal im Jahr gab es hier immer die Saaner Kirmes, das war richtig, richtig gut. Eine schöne Dorfkirmes eigentlich. Für mein Empfinden nicht zu klein, nicht zu groß. Die ist dann auch mit der ersten größten Flüchtlingswelle zugemacht worden. Und seitdem ist die Kirmes jetzt woanders und dieses Flair ist da, wo die jetzt ist, nicht mehr da. Hier war es auf einem großen Platz und jetzt ist sie so verstreut. Ist halt schade. Und das war immer ein schönes Event. Selbst hier drüben in dem Haus ist ein Getränkemarkt drin. Da ist auch nicht gerade klein. Hier ist neu hinzugekommen die L'Osteria. Natürlich jetzt auch Corona-bedingt geschlossen, aber die werden auch außer Haus natürlich verkaufen. Aber hier kann man auch also gut sitzen. Ich habe auch bis jetzt nur Gutes davon gehört. Ich selber hatte noch keine Gelegenheit, das zu testen. Da kann man hier im Sommer draußen sitzen. Für Kinder ist gesorgt. Ist eigentlich ganz nett. Ich hoffe, dass mein selbstgemachter Windschutz hier bei den Mikros hält. Drüben
ist auch so eine Geschäftszeile. Und hier gibt es auch wahnsinnig viele Friseure. Das ist sowieso ein Ding. Auf meinen Gängen habe ich festgestellt, dass Friseure im Moment echt geht. Ne? Also das hier drüben ist ein Friseur zum Beispiel. Der gibt es auch da schon echt total lange. Ja, und dann, ich komme jetzt nicht so nah rangezoomt, aber da in die Richtung, die ich jetzt zoome, da ist auch nochmal ein Friseur drin. Also irgendwie 100 Meter weiter. Und hier haben wir nochmal einen Friseur. Der ist neu. Also sind wir quasi innerhalb von, weiß ich nicht hier, wie viele Metern, voll überschaubar, allein drei Friseure. Und das sind ja, weiß Gott, nicht alle, die wir hier haben. Ich sage auch mal an der Stelle, weil das jetzt ja irgendwie so eine Art Jubiläumslauf ist, den ich hier mache. Also sage ich danke für konstruktive Kritik. Da bin ich immer offen für. Denn das ist ja was anderes, wenn man das alles selber macht und selber bewertet. Oder ob man Feedback bekommt von Leuten, die es sich tatsächlich anschauen. Und dann nicht noch ein Friseur. Ist ja irre. Ne, und die sich das nicht einfach nur anschauen und verreißen, das bringt ja niemandem was. Wenn es einem nicht gefällt, dann gefällt es einem nicht. Aber es gibt da so viele andere YouTube-Kanäle. Man kann ja auch selber einen aufmachen. Ist ja alles machbar. Hier war früher mal Aldi. Und da bauen die jetzt irgendwas anderes hin, aber das wird, meine ich, auch ein Supermarkt. Oder Tengelmann war mal da. Ich glaube, Tengelmann war da mal. Ich weiß nicht, ob nach Tengelmann noch was anderes war. Das wechselt auch manchmal so oft, da verliert man irgendwie die Übersicht. Und wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der Wahnsinnseinkäufer. Da gibt es welche, die wissen es echt besser als ich. Pandosia, aber da tut sich im Moment gar nichts. Das ist ja auch so, nicht jedem, also nicht jeder kann außer Hausverkauf bieten, das rechnet sich ja oft auch gar nicht. Das kann man ja auch verstehen. Hier ist noch ein Friseur, Leute. Das ist ja irre, oder? Meine Güte. Entweder ist mir das früher nie aufgefallen, oder hat sich hier die von der Taktfrequenz doch merklich erhöht. Da hinten ist jetzt die Post hingekommen. Also eine Privat, also da ist original Post, aber so privat eine Poststelle. Wir hatten ja früher noch eine richtige Post im Dorf hier. Und hier war die vorher drin, in dem kleinen Haus. Da ist sie offensichtlich wohl raus. Hier kann man auch im Sommer regulär gut sitzen und Eis essen. Hier gibt es jetzt italienische Schuhe. Das ist also wirklich ein fantastischer Innenhof hier. Sehr zu empfehlen. Ist ein Restaurant und eine Pizzeria. Und hier steht ja auch, wir bleiben weiterhin für Sie geöffnet zum Abholen und Liefern. Pizza, Antipasti, Salate und Nudeln. Bleiben Sie gesund. Ja, das klingt doch gut. Oh, mal schön gesund bleiben. Da war früher unten ein Parterre, wo jetzt von, wie heißt das, Drahten drin ist. Da war die örtliche Sparkasse drin.
Die ist aber auch umgezogen. Die Fashion Queen. Da ist auch noch ein Laden. Gucken, wie meine Linse steht. Die steht eigentlich gut. So, hier haben wir das alte Postamt. Da war früher eine richtige Post drin. Die roch auch so, wie eine richtige Post riechen muss. Die roch alt, muffig. Irgendwie roch die so ein bisschen nach Kaiserzeit. Für mich. Obwohl ich gar nicht weiß, wie damals gerochen hat. Aber schon ein altertümlicher Geruch. Hier hängt Weihnachtsbeleuchtung. Eigentlich ganz schön. Oh, ich muss hier, fällt mir ein, eine Maske tragen. Das habe ich ganz vergessen. Eieiei. Mal gucken, wie ich das realisiere hier. Hier ist alles nass, da kann ich das nicht absetzen. Machen wir mal Folgendes. Setze ich das mal eben hier hin. So, bleibst du stehen? Ja, du bleibst stehen. Das wäre ja ein Ding, ne? In meiner Jubiläumssendung. Und ich werde verhaftet. So, und jetzt bin ich wieder blind, dummerweise. Hier ist ein Buchhandel. Was ist das Gemeine? Blindheit. Das ist eine Wahnsinnsuhr. Aber so eine großflächige Werbung, aber die wirkt, die ist echt nicht schlecht. Ja. Hier gibt es Kaffeespezialitäten. Da drüben haben wir eine Baumausstatter. Und weiter geht's mit den Geschäften. Kommt auch immer mehr in Mode, wenn man sich so Fernseher, Monitore dahinstellt, die irgendwas abdudeln. Apotheken gibt es hier natürlich einige. Bekleidungsgeschäfte, Inhaber geführt, alte Fachwerkhäuser. Mit den entsprechenden Laternen.
Jetzt ist ja, jetzt überschlagen sich die Gerüchte, dass der Einzelhandel schließen soll. Heute ist wie gesagt Freitag. Man munkelt von vielleicht Montag schon nur noch die Supermärkte, Apotheken, etc. pp. Auf. Kopenhagen Coffee Lab. Ach, und hier ist auch noch was. Hier ist auch so ein Spezialitätenhandel. Hier kriegt man Whisky, Spezialitäten, Honig, alles Mögliche. Liköre. Also alles Sachen, die nicht so überall zu bekommen sind. Spezialitäten halt. Hier haben wir jetzt die Sparkasse, hier ist die hingezogen. Und hier in diesem hübschen Haus, da gibt es Tee. Spezialitäten, alles rund um den Tee. Auch ein tolles Fachgeschäft. Ich habe jetzt meine Brille abgenommen, ich sehe nichts mehr. Also vorher, jetzt sehe ich wenigstens irgendwas. Das heißt schon was, wenn ich ohne Brille besser sehe als mit Brille. Oh, ein schönes Blumenmädchen, ne? Schön gemacht. Und hier sind überall noch so oft so Hinterhöfen, sag ich mal. Ist irgendwas? Wenn einer mal von UPS was abholen muss, hier ist der Service Point von UPS drin. Hier haben wir auch ein großes, relativ großes Einzelhandelsgeschäft, Inhaber geführt. Da drüben ist was. Also wer das Dorf Sahn noch nicht kennt, der sollte mal hier hinkommen. Das ist wirklich schön hier. Und die es kennen, die wissen sowieso Bescheid.
Hier haben wir eine schöne alte evangelische Kirche. Stöbern erwünscht, Wohnkunst. Urig, ne? So Treppen runter, dann da unten so rein. 30% auf Weihnachtsdeko. Immobilien. Die boomen ja nach wie vor. Ist für mich ein Rätsel, wie manche Leute das bezahlen können. Alte Fachwerkhäuser. So, und hier endet die Straße, die Düsseldorfer Straße. Und hier endet auch mein Video. Ohne Brille, witzlos, ich weiß auch nicht, kriege die jetzt auch nicht so ohne weiteres aufgesetzt. Also ich sage danke, vielen Dank an alle, die mir geneigt sind, und ich denke mal, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.